Hallo zusammen, heute haben wir eine Xbox Series X hier mit einem sichtbaren HDMI-Schaden. Können wir mal eben drauf gucken. Mal eben schärfen. Gut, ach so, mal hoch. So schaut er aus. Linke Seite fehlen Sachen. Sieht man ja, weggebrochen, in sich gebrochen und Pins verschoben. Ja, so sieht das aus. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir das Gerät einmal. Hier ist jetzt noch der Norek dran, hier unten. Gut, tun wir einmal säubern hier. Also aufgebogen ist er, sieht man ja. Jetzt gehen wir einmal hier den Staub entfernen. Andere Seite auch. Gut. Dann einmal umdrehen wieder. Ich tue hier einmal vorlöten. Die Pinnekes. Und gut ist das. Station holen, Heißluftpistole holen und dann können wir den Port eigentlich runterholen. Bis gleich. So, Absaugung an. Flussmittel. Gut. Lötkolben. Dann gucken wir mal. Habe ich hier die falsche Spitze? Moment. Schmelzpunkt 300, 350, kommt auf die Umgebung immer an. Sollte reichen. Einmal weg. So, dann brauchen wir Flussmittel. Und dann holen wir den Port herunter. So, einmal weg. Dann brauche ich meine Handschüchchen. Das übliche Spielzeug. Und dann hauen wir rein. So, Absaugung ist an, Pistole. Und dann einmal vorwärmen. Eile mit Weile. Gut, einmal ablegen.
So, und da ist er. Alles okay soweit. Super, super, super. So, ein bisschen ablüften lassen noch. Dann tun wir mal eben freilöten gleich. Port erstmal ablegen. Gut. So, einmal säubern. Seite auch. So, einmal weg, dann Lötkolben wieder. So, komm her, kleiner Lötkolben du. Jetzt tun wir hier mal eben ein bisschen löten. Flussmittel, wo ist es? Da. Und gut ist das. Komm her. So. Spitze, habe ich die richtige? Ja. So, Lötkolben wieder. Jetzt tun wir das mal eben wegmachen hier. Komm her. Plastik vom Port. Aber frei machen hier. Wo ist denn meine? Hä? Mein Lot. Ja. Gut, einmal den Port holen, säubern kurz hier. Einmal umdrehen.
Hier auch mal eben löten. Lötkolben. Das Lot, bitte, wo habe ich es denn wieder? Alter, ich krieg die Krise hier. Da. So, dann müssen wir uns einen Port holen, einmal vorlöten, tun wir nochmal säubern hier. Gut, einmal Drehung wieder. So, dann bis gleich. So, dann löten wir den Port einmal vor, würde ich sagen. Uiuiui, jetzt habe ich aber viel Flussmittel hier. Dafür brauche ich gar nicht. So, komm her. Und einmal hier vorne. Gut. So. Absaugung an. Lötkolben. Na, klasse. Lot, wo habe ich das jetzt? Dort. Wer? So,
reicht. Einmal weg und dann den Port einmal drauf machen. Ganz easy. So, Flussmittel drauf. Und dann den Port einmal drauf machen. So, Pistole. Komm her. So. Ich gehe mal Temperatur ein bisschen höher. Dauert alles ein bisschen. Geduld. Und abdrücken lassen. Halten, halten, halten. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen sauber. Und dann sollte das genügen. Einmal daneben geworfen. So, gucken wir mal, ob sie fest sind. Da will ich natürlich noch Feuchtigkeit einmal trocken rübbeln. Sieht gut aus. Gut. So, einmal Stick weg. Rups. Schauen wir mal, ob alles fest ist, wie es sein soll. Und dann wieder zusammenbauen. Fest, 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 auch fest, 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 solid. Durchgelaufen gut. So, jetzt lassen wir es noch ein bisschen abkühlen, ist noch ein bisschen warm. Und dann gucken wir uns die andere Seite eben an und dann war es das eigentlich schon. Bis gleich. So, dann machen wir jetzt noch das Lot hier vorne weg. Der Rest ist gut verlötet. Hier vorne die zwei Stellen. Dann können wir zusammenbauen und einmal testen, würde ich sagen. So, Lötkolben. Gehen wir mal eben drüber. Mal eben das Fenster zu machen. Da wollte eine Wespe mich besuchen, aber da habe ich ja keine Lust drauf.
mal dort her. Der Hupel weg ist, mehr nicht. Gut. So, säubern und dann zusammenrödeln. Dann hole ich mir eben die Teile alle und ja, sage ich mal eben bis gleich. Das ist alles gut verlötet hier, das können wir so lassen. Super. So, bis später. So, dann machen wir jetzt die Paste noch weg. Weitgehend, wie es geht. Aber erst die Pfoten waschen. Wo ist er? Da. So rum. Also neues Kabel immer besorgen, wenn solche Aktionen sind. Besser ist das. Einmal Strom weg. Und einmal rein. So, Schraubendreher weg. Finger waschen. Bis gleich. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die stehen. Ob die so stehen. Hochkant. Ich kann es nicht beantworten, weil Laufwerk ist ja hier. So, dann gucken wir mal Strom an, ob wir hier ein Bild bekommen. Und ja, einmal hoch. Erstmal gucken. Geht an. Schauen wir mal, ob wir ein Bild kriegen hier. Mit meinem Katastrophenständer, den ich hier habe. Also geht an. Monitor arbeitet. Licht einmal aus. Ja, alles richtig gemacht. Xbox. Ja, kann ich jetzt nicht bedienen, weil ich keinen Controller habe. Gut. Dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Heute spielt keiner. Ich habe nämlich keinen Controller hier. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ciao.